Liebe Star Wars-Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Review von The Child bzw. das Kind oder auch Baby Yoda genannt aus dem Hause Mattel. Für eine UVP von 39,99 Euro erhalten wir hier eine 28 cm große Puppe oder Plüschfigur, wie auch immer. Und meiner Meinung nach ist das die bisher beste Umsetzung, die wir aktuell käuflich erwerben können. Ihr seht es schon, das Kind kommt hier nicht alleine, einfach als Plüschtier, sondern wir haben hier auch noch seine Wiege praktisch als Packung drumherum. Und ich versuche jetzt mal das Kind hier raus zu befreien. Ihr seht es auf der Rückseite, gibt es auch noch mal ein Bild. Was ihr gerade allerdings nicht sehen könnt, so wirklich ist, hier gibt es so ein kleines Plasteband, das schneide ich jetzt mal durch. In der Hoffnung, dass das schon alles war. Ich sehe nämlich keine weiteren Befestigungen. Und dann versuchen wir mal, das Kind hier rauszunehmen. Ja, genau, das klappt. Schauen wir uns als erstes die Wiege an. Also das ist ja einfach nur hier so zusammengeklebt, beziehungsweise zusammengesteckt auch nur. Ich weiß nicht, es wird, glaube ich, im Internet bei Amazon irgendwie beschrieben, man könnte es auch in dieser Wiege dann eben präsentieren als Sammlerstück. Ja, dafür ist es jetzt, glaube ich, nicht qualitativ hochwertig genug. Allerdings geht es ja auch hier um das Kind. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich schön. Wir gucken es uns gleich nochmal im Detail an. So, aus dieser Kameraperspektive macht es sich dann auch besser, wenn man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Ihr fragt euch sicherlich, aus welchem Material ist das denn hergestellt? Und da gibt es zwei Antworten. Wir haben hier einmal die grünen sichtbaren Teile. Ich mache hier kurz erstmal noch dieses Plastikstück ab, womit er in der Packung gesichert war. Also die Ohren und der Kopf, das sind ein großes Teil. Ihr seht, man kann es eindrücken. Das ist allerdings kein Plüsch, sondern, ja, ich würde es eher so beschreiben wie so, wie ein Fußball halt, mit dem man in der Freizeit spielt. So ein bisschen gummiartig, aber eben auch weich, damit man es eben auch noch als Plüschtier verwenden kann. Dann haben wir hier die Hände, die sind genau aus dem gleichen Material. Und wir haben hier auch die Besonderheit, dass die Fingernägel bzw. die Krallen, die Klauen, eben in dieser goldgelben Farbe lackiert sind, genau wie es dann in echt auch ist. Bei mir ist das Problem allerdings gewesen, der linke Daumennagel hat schon etwas gelitten. Ihr seht in der Verpackung die Hände nicht. Die sind hier so an der Seite befestigt. Ihr könnt sie allerdings im Geschäft, wenn ihr es im Geschäft kauft, wenn ihr es auf Amazon oder im Onlineshop holt, geht das eher schlecht. Aber nehmt die Hände ruhig raus und schaut euch an, ob die Fingernägel gut aussehen. Ich finde es jetzt nämlich schon ein bisschen ärgerlich, aber gut, dann habe ich eben einen, der etwas individueller ist. Dann krempeln wir hier mal die Ärmel hoch und sehen, die Ärmchen sind aus Plüsch gemacht. Ja. Was mir ein bisschen missfällt, muss ich leider sagen, ist, dass die Ärmel seiner Jacke vielleicht doch etwas kurz sind. Die könnten weiter hier runtergehen, weil man sieht dann doch schon etwas öfter mal den Übergang zwischen Ärmchen und dann der Hand. Was mir allerdings wiederum gut gefällt, ist dann seine Stoffkleidung hier. Also wir haben hier auch eine Kapuze, die man ja nicht wirklich über den Kopf ziehen kann, aber sie ist eben da. Da haben wir hier dieses andere Material noch, was so ein bisschen den Kragen darstellt. Also das gefällt mir wirklich alles sehr gut, aber was ich leider kritisieren muss: Wir machen es jetzt mal hier FSK 18, wir ziehen ihn im Rock hoch und ihr seht, leider gibt es keine Füße oder keine Beine. Ihr hört es aber vielleicht, hier ist dieses für Plüschtiere übliche, ich weiß gar nicht, was das ist, das sind solche Körner hier, die hier drin sind, die rasseln dann immer so ein bisschen. Das hängt aber damit zusammen, nehme ich an, dass er ganz einfach stabil stehen soll. Macht er gerade nicht, das ist der Vorführeffekt. Aber eigentlich kriegt er das sonst ganz gut hin, auch ohne Beine. So, und dann steht er hier, klappt eigentlich alles ganz prima. Und ich muss sagen, im Film bzw. in der Serie sieht man die Füße aber, glaube ich, auch nicht. Also vielleicht ist das dann doch kein so großer Kritikpunkt, aber bei anderen Umsetzungen vom Kind bzw. Baby Yoda gibt es dann doch wieder die Füße. Deswegen ist die Frage, hätte man sie hier vielleicht
doch machen sollen. Was dann auch noch nicht so wirklich originalgetreu ist, wenn wir uns mal den Hinterkopf anschauen. Normalerweise hätte Baby Yoda bzw. auch der erwachsene Yoda hat das ja hier am Hinterkopf bzw. auch oben gräuliche bzw. weiße Haare. Dass man die jetzt hier weggelassen hat, kann ich eigentlich verkraften. Ich glaube, diese Version von Baby Yoda soll hier wirklich als Plüschtier dienen, mit dem man dann auch mal ein bisschen kuscheln kann. Und ich weiß nicht, ob dann die Haare hier oben nicht vielleicht doch irgendwie gestört hätten. Kommen wir abschließend noch zu einem Fazit. Ich fasse noch einmal zusammen, was mir an diesem Set gut bzw. weniger gut gefällt. Als erstes die Verpackung, die wird im Internet angepriesen als Sammlerstück, in dem man auch Baby Yoda präsentieren könnte. Stimmt für mich nicht. Landet bei mir höchstwahrscheinlich eher im Müll, auch wenn ich sonst viele Verpackungen aufhebe. Aber das ist wirklich billig gemacht. Das sieht überhaupt nicht nach einem Sammlerstück aus. Baby Yoda an sich ist wirklich super süß. Er hat die perfekte Größe, auch wenn er laut Wikipedia eigentlich rund 10 cm größer sein müsste. Ich finde, so ist er eigentlich auch wirklich, wirklich super. Ich halte mal meine Hand kurz daneben. Also ihr seht, er ist nicht zu klein geraten. Was mich hier, glaube ich, am meisten stört, sind nicht die fehlenden Füße. Die kann ich verschmerzen, weil die sieht man unter seinem Jäckchen hier sowieso nicht, sondern dass die Arme zu lang bzw. die Ärmel zu kurz sind. Dadurch sieht man hier eben genau diesen Übergang zwischen den Plastehänden bzw. ja, Gummihänden, wie auch immer, und dann dem Plüscharm. Das gefällt mir weniger. Was mir allerdings gut gefällt, ist, dass er auch ohne seine Füße eben stehen kann, durch dieses relativ stabile Unterteil. Und man ihn auch wirklich in süßen Posen positionieren kann, ohne dass er umfällt. Also ich finde auch gerade, dass er sich jetzt da an der Wiege so ein bisschen festhält, habe ich schon ziemlich süß positioniert, um mich mal selber zu loben. Falls ihr euch jetzt Baby Yoda selber kaufen wollt, habt ihr meiner Meinung nach die Möglichkeit zwischen dieser Version von Mattel und dann gibt es ebenfalls noch eine relativ lebensechte Version von Hasbro. Die kostet auch 39,99 € und die kann sogar Geräusche machen und hat als Accessoires diesen Frosch dabei, den er isst, und auch eine, ja, diese Schüssel, wo er dann auch was draus trinkt. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum habe ich mich für diese Version hier entschieden? Ganz einfach, weil ich finde, dass die nicht nur besser aussieht, sondern sie ist auch größer. Und auf diese Soundeffekte kann ich ehrlich gesagt auch verzichten. Die gefallen mir nämlich gar nicht. Das sind halt, ja, diese Babygeräusche, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Er soll ja nur süß aussehen. Und ich denke, auch mit dieser Plüschversion, ich glaube, die von Hasbro, die ist nicht so plüschig, wenn überhaupt. Ich bin mir nicht sicher. Die hat allerdings wiederum Füße. Also falls ihr irgendwie auf Füße steht bei Baby Yoda, müsstet ihr die von Hasbro holen. Aber rundum bin ich eigentlich mit dieser Version hier wirklich glücklich und zufrieden. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare unten, was ihr von diesem Baby Yoda haltet. Wäre das auch was für euch? Würdet ihr den auch kaufen? Ich als Mandalorian-Fan war da natürlich hin und weg, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und jetzt ist er hier. Ich hoffe, ich kann ihn zukünftig in ein paar Videos einbinden. Er ist wirklich zuckersüß. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Wenn ihr noch nicht genug von mir habt, abonniert gerne diesen Kanal, lasst ein Like für das Video da oder abonniert mich auch auf Instagram. Dort heiße ich maxbaut.de. Jetzt reicht's aber für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.